Wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu der nächsten Folge auf der Hauptfach. Und wir haben Tag 2 im Sommer. Und wir werden uns jetzt mal in den Fendt reinsetzen. Und werden unsere Felder düngen. Wird natürlich nicht allzu lange dauern. Durchschalten, ja. Das schwimmen ja nicht so wie ich will. Dünger ist noch voll, dann ist gut. Wir werden jetzt bei Feld 1 und 2 anfangen. Uns ja auch mal mein Auto entgegenkommt. Natürlich ist jetzt der Wachstum schon so weit. Wir werden auf jeden Fall. Uiuiui. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Ja, sag schon. Ja, GPS anmachen. Sonst wird das hier nichts. Weil sonst machen wir uns, glaube ich, zu viel kaputt. So, gucken wir mal kurz rein. Das wären 24 Meter. Okay. Anschmeißen. Das passt. Lassen wir uns diesmal mal an. Damit wir ein bisschen schauen können. Ich kann nicht bei denen. Das stimmt, hier geht nichts kaputt. Aber gut. Lass mal trotzdem. Mal wenn es anders machen, war ja auch nichts verkehrt, ja? Also wenn wir jetzt schön gerade hier fahren. Mal das weiß ich. Oh. Und natürlich erstmal nach hinten setzen. Das war ein bisschen zu weit. Oh, sieht ja schon gut aus. Die Wiese, die haben wir kaputt. Also, das Gras haben wir kaputt gefahren, ja. Oh, unser Feld noch nicht, obwohl es schon eigentlich schon ins Dunkelgrüne geht. Ich hoffe wirklich, das war, ja, ich sag mal zum. Ja, ich denke mal vierten Sommertag. Vielleicht schon Glück haben, dass wirklich schon reif ist. Hier beim Dings werden wir bestimmt auch was
beim Roggen werden wir bestimmt was kaputt machen. Ich mir gut vorstellen. Die Wiese auch noch ein bisschen was ab. Oh, hätten wir es schon mal fertig. Also, ui. Ja, sie ist aber schon drüber gefahren. Haben wir definitiv schon was kaputt gemacht. Also müssen wir mal gucken. Uiuiui. Ja, war nicht zu viel kaputt, Mensch. Machen wir es am besten. Mal so schräg drüber. Naja, gibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, ja. Alle Sprühen genommen. Wäre es natürlich, also so wie es jetzt aussieht, ist natürlich nicht so viel kaputt gefahren. Ich muss mal sagen, so, ich weiß ja, es gibt Pflegebereifungen, hätte ich mir jetzt draufziehen können, wäre alles super gewesen, aber sagen mir fehlen immer diese Spuren. Ja, ich habe auch bei uns jetzt in der Gegend auf den Feldern mal geguckt. Ich habe kein Feld, wo nicht diese Spuren vorhanden sind. Das heißt also, bei uns gibt es auch nicht wirklich ja, Bauernhöfe, die Pflegebereifung haben. Also warum soll ich das hier im Spiel machen? Ist ja auch keiner, wenn es eine Realität auch. Ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen, also in anderen Bereichen, aber in anderen Bundesländern ja, aussieht, ob da das eben doch mehr gefragt ist. Diese Pflegebereifung. Aber halt, wie gesagt, bei uns ist es nicht so. Bei uns die Felder, wenn ich mir die angucke, aber wie gesagt, wird das ja alles abgeerntet. Wenn man sich die Felder mal angeguckt hat, es war eigentlich wirklich immer, dass diese Spuren da drunter waren.
Das meine ich knapp war. Er war wirklich gut gerade. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bei den 24 Metern, die paar Streifen, die denn da nicht so wachsen, ist jetzt für mich kein Weltuntergang. Das war ein bisschen zu schnell gerade. Nein, ich wollte nicht in den Shop. Gerade nichts zu kaufen. Obwohl, ich muss immer noch. An den letzten Folge habe ich ja gesagt, ich müsste mir mal noch ein Wasserfass holen. Ich habe zwar eins da, aber das würde ich eigentlich gerne für Dings nutzen, für den Biodiesel. Damit man nicht irgendwie so hin und her wechseln muss. Eigentlich schön, wenn man noch ein zweites Fass hat. Und halt die Schaufel, um die Biodieselherstellung, um diese kleine Anlage zu befüllen. Sind vom Rand kaputt gefahren. Ich will schon mal gucken, wie es jetzt aussieht. Und ich bräuchte ich ja nur mal. Wenn jetzt in der Mitte da ein bisschen was übrig bleibt, ist ja nicht so schön. Gucken wir mal kurz den Düngestand an. Ja, paar Millimeter. Das ist nicht die Rede wert. Hey, zwei Felder, ein 5% noch drinne. Das ist doch. Das ist gut. So, dann wollen wir einmal auffüllen fahren. In das Luzernfeld und das Rapsfeld noch. Muss heute fallen, damit das fertig ist. Und wir dann morgen am dritten Tag einmal losfahren, denn die ersten Schafe holen. Man kann ja schon mal ein bisschen sowas vorbereiten. Nicht, dass das ganze Futter und alles schon fertig ist, aber ja, keine Schafe. Natürlich auch blöd. Aber ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder am Ende. Wir werden noch mal auffüllen. In der Zwischenzeit werde ich denn die beiden Felder fertig machen. Ist zu weit gefahren. Jetzt auffüllen. Perfekt. Super.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne wieder einen Daumen da. Auch gerne einen Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal schönes Wochenende und reingehauen und abgeklatscht. Tschüss.